So Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Rise of the Tomb Raider bei mir. Im letzten Part sind wir weitergeschritten nach der Höhle des Bären und sind hier an einem neuen Ort angekommen und haben hier dieses schöne Schiff, das wir jetzt erkunden wollen. Ja, haben wir hier eigentlich... Nee, müsste ich nichts weiter gewesen sein, dann schreiten wir voran. Und noch ganz kurz vorab, Leute, für euch, am Freitag kommt ja das neue Final Fantasy Spiel raus. Dieses möchte ich auch sehr gerne Let's Playen. Dementsprechend werde ich ein bisschen was an der Uploadzeit hier ändern. Es wird dann jeweils täglich ein paar Tomb Raider und einen Part zu dem neuen Final Fantasy Spiel geben, auf das ich mich auch schon sehr freue, muss ich sagen. Ich habe es ja schon kurz in der Demo gespielt und ich muss sagen, oh, dieses Spiel hat mich so begeistert. Ah, so schöne Wesen. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Wie gesagt, so schöne Wesen. Ah, einfach nur herrlich. Neue Mechaniken, neue Kampfstile. Grafik ist ein bisschen... Ja, es mag ja nicht jedermanns Stil sein, aber ich finde diese Grafik einfach hammergeil. Schön geil. Es ist mal was anderes, ein richtig anderes Final Fantasy Spiele. Es wird auf alle Final Fantasy Charaktere offenbar Bezug genommen. Habe jetzt mich noch nicht so viel informiert über das Spiel, aber in der Demo habe ich halt schon einiges gesehen, wie viele Final Fantasy Charaktere angesprochen worden sind. Man konnte sie offenbar im Kampf verwenden. Und ja... Auf jeden Fall ein Muss für einen Final Fantasy-Liebhaber, denke ich mal. Ich war von den ersten, ich sag mal der ersten Stunde, die ich gespielt habe, schon richtig angetan. Und das war ja nur die Demo. Dementsprechend erwarte ich natürlich sehr viel mehr von dem Original, von der Vollversion. Wie gesagt, wird es auf jeden Fall auf meinem Kanal dann geben. Am Montag dann eben. Gut, dann schauen wir mal hier. Da oben muss irgendwas sein. Optionales Herausforderungsgrab. Ah, das dürfte dann die Challenge sein, denke ich. Oh, wenn das so geil ist wie beim Vorgänger, freue ich mich schon richtig drauf, so eine Zusatzaufgabe quasi, die wir erledigen müssen. Und schnell. Schon mal richtig cool aus. Erstmal wieder einsammeln. Ihr kennt das ja schon bei mir. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Okay Leute, ein weiteres Sammelstück für unsere Sammlung. Immer wieder gern gesehen. Schöne Erfahrungspunkte erhalten und dann wollen wir schauen, was es hier mit auf sich hat. Aufbrechen. Können wir denn schon da hoch? Ich denke schon, wenn ich hier rüberspringen kann. Sollte eigentlich funktionieren. Genau. Da können wir hochklettern und dann müssen wir irgendwie das Eis gegen das andere knallen, denke ich. So, und nun hier rüber. Oder auch nicht. was haben wir hier oben?
Ich bin gerade ein wenig überfragt. Giftpfeile, brauche ich das jetzt wirklich? Ich probiere mal, ob man das hier durchcutten kann. Nö. Denk mal nicht, sonst hätte es schon rot geleuchtet. Oder ich habe hier was verpasst. Nö. Irgendwas habe ich übersehen. Soll es auch bringen? Macht total keinen Sinn, Gift auf Eis zu schießen. Was soll es bringen? Ist ja nicht so, als ob es schmelzen würde. Ah, das lässt mir jetzt keine Ruhe, Leute. Oder können wir hier hoch? Ah, okay, jetzt sehe ich schon. Ha, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Hier können wir doch hochklettern. Mich hat diese Eisschicht da hinten so verwirrt. Ich dachte, ich muss jetzt da lang, aber... Fehlanzeige. Gut. Dann geht's weiter. Da können wir uns jetzt dranhängen und dann können wir das hier aneinander knallen lassen. Zack. Ja, geschafft. Okay. Da hinten wird es dann wahrscheinlich später weitergehen. Dann müssen wir erstmal hier ran. Vielleicht kann ich die Ruder raufklettern. Genau. Haben wir hier auch noch was? Ich glaube mal nicht. Dieses Gefäß. Irgendwie muss man es doch bewegen können. Mal kurz gucken, ob hier noch was ist. Also, das kleine Nebenmission finde ich halt richtig cool, wenn sie halt so richtig schön abenteuerlastig sind. Ich erinnere mich, so in irgendeinem Spiel gab es das auch. Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber es hat mir sehr gut gefallen. Mag ich immer gerne. Vielleicht im Vorgänger auch. Ah, okay, drehen müssen wir. Okay. Bringt aber offenbar nichts. Jetzt ist Timing gefragt. Ha. Da können wir uns, glaube ich, jetzt müssen wir mal kurz was gucken, Leute. Da können wir uns dranhängen. Okay, wenn wir das Timing abpassen, könnte es funktionieren, müssen wir uns aber beeilen. Denn ich habe gesehen, der bleibt ungefähr ein paar Sekündchen unten, bevor er wieder hochgeht. Das war richtig knapp, dass man nicht ins Auge gehen kann. Gut, weiter geht's nicht. Und dann schnell, 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 schnell. Und, zack. Genau, geschafft. Das interessiert mich jetzt allerdings auch, was da oben ist. Schauen wir weiter. Gut, Leute. Oh. Bisschen brüchig hier wieder alles. Wird auf jeden Fall spannend, was uns hier oben erwartet. Haben wir hier nochmal was? So,
Schaut aus wie ein Art Lager, vielleicht Feinde. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Ein Schatz erwartet uns, Leute. Und er wird nicht bewacht. Auch wenn das mal nicht nach einer Falle eventuell riecht. Pfeile und eine Dokumente, eine Schriftrolle oder eine Karte. Ah, eine Karte. Da kommen wir dann wieder zurück. Ah, da kommen wir direkt zum Zielort, okay. Was haben wir denn hier für einen schönen Schatz? Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Das finde ich doch auch richtig geil. Ich hoffe, es gibt mehr solcher Challenges. Dann können wir schöne Fähigkeiten freischalten. Das ist schon mal eine sehr schöne Fähigkeit, die wir jetzt hier erworben haben. Dann ist das weniger ein Schatz, sondern mehr eine Fähigkeitsverbesserung. Und hier haben wir nochmal ein Dokument. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Geraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Eine weitere Schriftrolle für unsere Sammlung. Ja, unser Griechisch drückt schon an der Stufe 3 näher. Haben wir einige Schätze, also es ist eine richtige wahre Schatzkammer für uns sogar. Und gucken wir nochmal auf die Karte kurz. Und dann haben wir hier erstens die Challenge gemeistert und uns fehlt hier noch ein Relikt, das in der Nähe unseres Zielpunktes ist, und ein Dokument, das ich jetzt hier nicht erkennen kann. Hier ist eigentlich nichts mehr. Dann sollte es eigentlich noch kommen. Gut, angeln wir uns hier rüber. Mit einer kleinen Rutschpartie und hier haben wir schon gleich was. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Ah, interessant. Man erfährt immer mehr Stück für Stück über den Propheten. Hier müssen wir also lang. Es fehlt uns noch ein Dokument. Ich möchte noch kurz zurückschauen bis zu dem Punkt, an dem wir das Grab untersucht haben, ob hier noch etwas war, auch wenn jetzt nichts auf der Karte angezeigt ist, aber es können ja immer noch Ressourcen oder etwas ähnliches in der, hier liegen. War das echt hier? Ah, genau.
Ne, hier sind wir ja rübergejumpt. Da haben wir uns gleich festgemacht, aber hätte man hier auch rüber können. Und dann war es hier der Weg zu dem Grab. Ne, passt. Dann. Leute, würde ich sagen, warst du schon für diesen Part. Sehr spannende Entdeckungen gemacht, auf jeden Fall. Ein schönes Grab gemeistert. Jetzt weiß ich es wieder, bei Assassin's Creed war das, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, solche Herausforderungen mit Zusatzgräbern, die wir da untersucht haben, einfach richtig genial. Es trifft einfach voll auf meinen Geschmack. Gut. Aber wie gesagt, das war's für diesen Part. Weiter geht's im nächsten Part. Da werden wir sehen, was uns hier auf dieser Seite lauert. Wahrscheinlich noch ein bisschen die Höhle erkunden. Noch das letzte Dokument einsammeln und dann wird es wieder weiter mit der Action gehen. Freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall. Bis dann, euer Wavestyle. Macht's gut!